Moin Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal Green Cards. Ich bin Paddy und wir öffnen heute jeweils vier Booster von einmal Verborgenes Schicksal und von Glänzendes Schicksal. Wir schauen, wer von diesen beiden Sets der wahre Shiny King ist. Listen! Und scheinbar auch von Weg des Champs. Viel Spaß beim folgenden Video und beim kommenden Intro. Wir machen heute ein kleines Battle zwischen dem glänzenden Schicksal und verborgenen Schicksal und Weg des Champs hat sich auch noch eingereiht. Ich habe versucht, von jedem Set so jedes Artwork einmal zu bekommen. Weg des Champs hat dem natürlich wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nichtsdestotrotz will ich mal gucken, wie die Pullrate aus den jeweiligen Sets ist. Es sind zwar nur vier Booster, aber ja, wir schauen einfach mal, was da so bei rumkommt. Ich bin gespannt und habe auch richtig Bock und werde auch direkt loslegen. Ich weiß nur noch nicht, mit welchem Set ich anfangen möchte. Obligatorisch das Glurak natürlich zum Schluss. Wir haben dreimal das God of War Artwork. So, und das ist auch wieder das erste Mal, dass ich Weg des Champs seit langer, langer Zeit öffne. Ich habe die Booster auf jeden Fall nicht vermisst, weil die wirklich echt kacke aufgehen. Aber wir schauen einfach mal. So. Zack. Hier nach vorne. So, da haben wir schon mal eine grüne Karte. So, Gruppe von Timiel, Maschok, Rotomrad, Pokéball, Iskala, Gala Zickzacks, Unra Tytox, Hyperheiler, Arbok in Reverse. Stimmt, ein paar Reverse-Energiekarten wären noch ganz cool, weil die sammle ich auch. Und mit Champions Path. Also, einmal ein Maschok in Holo, das machen wir mal in Holo, das war schon mal nix. Schauen wir mal bei Verborgenes Schicksal rein. So, ich werde vielleicht auch so eine kleine Punktetabelle machen. Einfach nur, was die Hits angeht. Oh Gott, das war ja genauso schwer aufzumachen. So, eine Metallenergie. Tschüss. Dovanis Exil. Rokkos Durchhaltevermögen. Kogas Falle. Paras. Glumanda. Fleckmon. Enton. Pipi. Reverse Energie. Sehr schön. Ich habe den Shiny-Trick vergessen. Sehr gut. Und dahinter eine Mistys Wasserkontrolle. Das heißt, der erste Hit. Also die Holo, weiß ich gar nicht, zählen wir die? Können wir eigentlich machen. Ich habe jetzt, doch, ich habe ein paar Höhlen hier. Zack. Ich nehme jetzt einfach die, die ich hier an der Seite habe. Für alle diejenigen, die jetzt noch warten, dass ich auslose, wer das tolle Shirox hier gewonnen hat, das werde ich auf meinem Instagram-Kanal posten. Deswegen schaut gerne bei meinem Instagram-Kanal vorbei. Den Link findet ihr einmal unten in der Videobeschreibung. Und dann seht ihr auch, wer gewonnen hat. Das wird dann nach... unmittelbar nachdem ich dieses Video hochgeladen habe, hochgeladen bei Instagram und dann seht ihr das dort. Oh, das ging natürlich wieder sehr gut auf. Das ist auch echt eine merkwürdige Kurve von den Packs, die die hier irgendwie drin hatten, also wie die designt sind, weil Champions Path, also Weg des Champs, ging ultra kacke auf. Ach, Shiny Track nicht vergessen. Zack. So, wir haben eine Unlichtenergie. Arboretos. Kotomi, Rostiges Schwert, Kupfanti, Sepa, Tuska, Mochpeko, Kamihaps, Kamalm, eine Entwicklung und dahinter Kotomi als Reverse. Ich glaube, die fehlt mir sogar noch. Sehr schön. Gut, stellen wir hier hin. So. Und machen wir weiter mit Weg des Champs. Zack. Ich weiß eigentlich schon, warum ich mit diesem Set aufgehört habe, das zu öffnen, weil Weg des Champs, weiß ich nicht, ist eine Wundertüte, aber meistens eine schlechte. So, wir haben eine Psycho-Energie. Oh, das hat geknallt. Victini. Das ist ein cooles Artwork, das muss man dem Set lassen. Geradax, Brimova, Wablu, Zurokex, Kleptifux in Reverse und... da bin ich jetzt mal erstaunt hier. Ein Kamalm. Krass. Wir haben sogar einen Hit aus Weg des Champs. Das ist ja mal was ganz Neues. Okay, also steht es soweit 1-1-0. 1-1-0, ja. Gut, verborgenes Schicksal. Mal gucken. Oh, ein Pikachu schon mal. Sehr schön. Zack. Wir machen vier Karten noch vorne und tauschen die letzten beiden. So, haben wir hier eine Shiny drin. Rip-Fee-Energie. Porenta. Georock. Chanera. Pikachu.
Voltobal, Smogon, Tragosso und ein Kleinstein. Wir haben ein Ebony in Holo. Sehr schönes Artwork, gefällt mir super. Ich mag das, wenn mehrere Pokémon auf einem Artwork sind. Und hier sind Topsy, wir haben Slimer, was übelst verzweifelt. Und Voltobal und Evoli natürlich. Und dahinter ein Pipi in Reverse. So. So, das Evoli, das tüten wir auch mal ein. Zack. Kann ja so machen, dass zwei Holos vielleicht ein Hit sind. Machen wir weiter mit glänzendes Schicksal. So. Zack. Back-to-back Evoli. So. Vier Karten. Oh Gott, habe ich schon vier? Ja, vier Karten nach vorne. Und den Shiny-Trick. So. Metallenergie. Hier ist bestimmt was drin. Rostiges Schwert. Glänzendes Schicksal hat bisher noch nichts gegönnt. Okay, ist auch jetzt das zweite Booster. Aber hier ist bestimmt was drin. Chimpep, ein Chimpep. X-Bad V, da haben wir schon mal eine V-Karte von glänzendes Schicksal. Und ein potenzieller Double-Hit. Nein, rostiges Schwert. Nichtsdestotrotz, ein X-Bad V, eine sehr schöne Karte. Neues wird genommen. Also steht es jetzt 1-1. Ne, 1-2-1. So. Und rostiges Schwert in Reverse. Weiß ich gar nicht, ob ich die schon habe. Bei X-Bad V bin ich mir sicher, dass ich das schon habe. So, nächstes Artwork. Das dritte Mal God of War V-Max bei Weg des Champs. Ist es etwa die Sensation, dass Weg des Champs eine bessere Pullrate aus diesen vier Boostern haben sollte als verborgenes Schicksal oder glänzendes Schicksal? Das wäre natürlich, weiß ich nicht, das würde natürlich den Vogel abschießen. Iskala, Clonkett, Thermopod, Felilu, Zurukex, die Reverse ist ein Altaria, eine Reverse Rare, sehr schön. Und haben wir dahinter noch einen Hit? Nein, wir haben einen Irokex in Holo. So. So, das Booster habe ich jetzt natürlich ultra zerrippt. So, wir haben vier Karten nach vorne und den Shiny Trick. So. Wieder Rippfeenenergie. Rorkos Mamoria Arena, Kogas Falle, Major Box Strategie, Karpador, Fleckmon, Pipi, Voltoball. Für alle, die noch nicht Bescheid wissen, in meinem letzten Video, das werde ich einmal hier oben rechts in der Infobox verlinken, da könnt ihr oder habt ihr die Chance an einem Gewinnspiel teilzunehmen und wir haben einen Zapdos Lapdos, Lapdos Zapdos Aktos als Tag Team Karte. Das ist für mich oder meines Erachtens auch die schönste Tag Team Karte von den drei Vögeln. Ausgenommen natürlich dieses Mosaik Artwork. Aber schon mal sehr schön. Und ein Pixie, passend zum Pipi vorhin. Aber das ist doch sehr, sehr schön. Hat verborgenes Schicksal doch auch wieder gegönnt. Sehr cool. Also schon drei Punkte für das verborgene Schicksal-Set. Das kann man machen. Gut. Genau. Wo war ich stehen geblieben? Und zwar bei meinem Gewinnspiel, was ich im letzten Video angeteasert habe. Da geht es nämlich auf die 200 Abos zu. Und die müssen erreicht werden, damit das Gewinnspiel quasi ausgelost wird. Und das erste Ziel haben wir erreicht, was mich sehr, sehr freut. Wir haben über 50 Likes jetzt schon auf dem letzten Video. Ich bin super happy. Vielen Dank für den tollen Support und dass ihr auch daran alle teilgenommen habt. Genau, und ihr könnt da gerne nachschauen. Green Cards, da habt ihr nämlich die Chance, eine Lamustin, Gala Lamustin zu gewinnen. Die ist noch original verpackt, die habe ich von Rossmann gekauft, die lag da einfach so rum und dachte mir, das ist doch eine schöne Idee, die zu verlosen an euch. So, Kupfanti, Weberak, Kami Hubs, genau, und alle Informationen dazu findet ihr auf in dem Link hier oben rechts in der Videobeschreibung oder unten in der Videobeschreibung habe ich das alles nochmal verlinkt. Wir haben eine Holokarte, Gala Smogmog, und die fehlt mir, glaube ich, sogar noch. Und ein Reverse Weberak. Das heißt, wir haben einen Punkt für Weg des Champs bisher. Wir haben, Moment, drei Punkte für verborgenes Schicksal und wir haben anderthalb Punkte für glänzendes Schicksal. So, jetzt geht's ans Eingemachte, jetzt fehlt noch ein Booster. Oh, und wir fangen an mit Weg des Champs. So, wir schauen mal. Letztes Booster von Weg des Champs. Zack. Vier
Dachte nach vorne. Weg mit der Feuerenergie. Torfield Stadion. Hopp. Bibor. Pokéball. Galagiradax. Brimova. Wavlu. Zurukex. Eine Reverse. Kabu. Und dahinter haben wir sogar noch eine Full Art. Wie ist das denn zu fassen? Ultra krass. Und das ist auch noch die schönste Full Art von den, die wir aus diesem Set ziehen können. Sehr, sehr cool. Also diesmal bin ich ausnahmsweise mal nicht enttäuscht von Weg des Champs. Das war in der Vergangenheit doch recht anders. Ja, krass. Wir haben tatsächlich zwei Hits. Also von Weg des Champs. Das heißt, zwei Punkte für Weg des Champs. Immer noch drei Punkte für Verborgenes Schicksal. Mal gucken, ob wir mehr draus machen können. Okay, das mache ich hier wieder sehr, sehr gut. Ich nehme meine Schere. Zack. So ist es einfacher. So. Wir haben vier Karten nach vorne. Wir haben Müll. Den schmeißen wir weg. Wir haben den Shiny-Trick noch nicht gemacht. So. Wasserenergie. Rokkos Mamoria Arena. Oh Gott. Scharnierer. Georok. Pummeluff. Smogon. Sterndu. Rattan. Raupi. Mewtwo GX. Das ist der nächste Punkt. Das ist der Punkt Nummer 4. Und haben wir dahinter noch einen Hit? Wir haben tatsächlich noch eine Shiny. Galamanero in Shiny. Das ist der fünfte Hit. Oder der fünfte Punkt. Krass, krass, krass. Ja, heftig. Gut, dann würde ich sagen, Verborgenes Schicksal liegt soweit in Führung. Sehr schöne Karten. Calamaniero habe ich jetzt allerdings schon dreifach oder vierfach gezogen. Macht aber nichts. Das war ein sehr psycholastiges Booster, sehe ich gerade. Oder psycholastiges Opening von Verborgenes Schicksal. Gut, gucken wir mal, ob Glänzendes Schicksal da noch irgendwas dran rütteln kann. Zumindest eine Shiny müsste doch noch drin sein. In vier Boostern. So, wir haben Rostiges Schwert, Rotom, Chimsticks, Sepa, Tuska, Morpeko, Kamihaps, Cortini. Jetzt kommt die Rare. Das sind Jan Mega. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon habe. Kann aber sein, dass ich die schon habe. Und die letzte Karte ist auch ein Jan Mega. Okay, gut. Das war nix. Tatsache. Also Weg des Champs hat sich wirklich den zweiten Platz erschlichen. Mit zwei ganzen Hits. Glänzendes Schicksal. Keine Shiny leider heute aus vier Boostern. Dafür eine schöne Holo und eine V-Karte. Und aus Verborgenes Schicksal haben wir ganze fünf Punkte. Wir haben eine schöne Tag-Team-Karte mit den Vögeln. Dann haben wir eine Mewtwo GX-Karte, Calamaniero, zwei Holos und eine Reverse-Holo. Eine Reverse-Energie. Also, klarer Sieger und Favorit Verborgenes Schicksal. Danach Weg des Champs, unverdient, aber irgendwie doch verdient. Und Glänzendes Schicksal heute mal auf dem dritten Treppchen. Ja, war ein cooles Opening. Ich mache die Abmod und wir sehen uns gleich wieder. Ja, das Resümee aus diesem Video ist, wir haben einen ersten, zweiten und dritten Platz. Wer hätte es gedacht? Wir haben auf dem ersten oder auf dem dritten Platz haben wir unerwartet einmal Glänzendes Schicksal mit anderthalb Punkten. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Leider keine Shiny aus diesen vier Boostern gezogen. Was aber nicht schlimm ist, denn ich habe aus den Videos davor schon einiges abgesahnt. Dann auf dem zweiten Platz, den hat sich Weg des Champs erschlichen. Ich weiß nicht wie, aber wir haben es tatsächlich geschafft, aus vier Boostern ganze zwei Hits zu ziehen. Ist mir in der Vergangenheit nicht immer gelungen. Wer mich kennt, der weiß, dass Weg des Champs nicht so mein Lieblingsset ist. Denn ich habe wirklich etliche Booster davon geöffnet, über hunderte Booster. Und wir haben wirklich nicht mal das Set voll. Wir haben nur ein einziges Glurak gezogen aus locker an die 200 Booster, wo andere wirklich mehr Glück hatten. Ist auch egal, ist auf dem zweiten Platz. Ich bin super zufrieden. Dann wird Verborgenes Schicksal mit ganzen 5 Punkten. Verborgenes Schicksal hat heute einfach abgeliefert. Sogar mit einer Shiny, mit einer Tag-Team-Karte, mit einer GX-Karte und einer Reverse-Energie und zwei Holo-Karten. Also wirklich sehr, sehr schön. Ja, des Weiteren, nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet, könnt ihr gerne bei meinem letzten Video vorbeischauen. Da ist einmal der Videolink dazu in der Videobeschreibung. Und zwar geht es um das Gewinnspiel, um diese schöne Box hier, für die zwei Ziele erreicht werden müssen. Das erste Ziel sind einmal 200 Abos auf diesem Kanal, auf die wir langsam zusteuern, was mich sehr, sehr freut. Und die 44 Likes auf dem letzten Video, die wir erreichen sollten, die haben wir sogar schon überschritten. Deswegen, good job!
Also ich bin wirklich baff, dass das so schnell ging. Freut mich natürlich mega, euer Support. Ich bin auch noch gar nicht hinterhergekommen, die ganzen Kommentare zu lesen. Das muss ich auch noch machen. Ja, und ich habe noch eine kleine Ankündigung zu machen. Und zwar wird es am Wochenende ein kleines Ankündigungsvideo geben zu einem Boxbreak mit einem anderen YouTuber. Aber das erfahrt ihr dann alles am Wochenende in dem Video. Und nicht vergessen, die Auslosung von diesem Sherox aus der letzten Woche in dem Video am Freitag. Werde ich heute unmittelbar nach dem Hochladen dieses Videos einmal auslosen, aber das mache ich auf meinem Instagram-Kanal. Deswegen schaut gerne bei meinem Instagram-Kanal vorbei. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und dann seht ihr in der Story, wer dieses schöne Sherox gewonnen hat. Und ja, das war's eigentlich schon. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Es war wieder sehr schön. Es hat super viel Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!